Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video nehme ich euch mit zu einer PRP-Behandlung. Ja Leute, ich bin gerade in Berlin und zwar geht es heute zu einer PRP-Behandlung. Falls ihr nicht wisst, was das ist, kein Problem, ich wusste das bis vor kurzem auch nicht. Und eine ganz bestimmte Person bekommt heute eine PRP-Behandlung. Kein Mann, sondern eine Frau. Und wer das ist, werdet ihr natürlich jetzt hier in dem Video sehen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Let's go zu Elite Hair Transplant. So Leute, angekommen bei Elite Hair Transplant in Berlin und die Vorbereitungen laufen schon, ja. Hier wird gleich gedreht und zwar eine PRP-Behandlung. Was eine PRP-Behandlung ist, werde ich im Laufe des Videos ganz mal ausführlich erklären und ist ja ganz interessant mal hier so behind the scenes mal reinzusneaken, wie das hier aussieht. Jetzt schauen wir noch kurz ins Office rein. Da sind die lieben Herrschaften schön am Arbeiten. Ja. Und wir haben heute einen Special Gast hier bei Elite Hair Transplant und zwar einen weiblichen Gast, ja. Kein Mann, sondern eine Frau. So, und jetzt sneaken wir uns einfach mal hier in den Behandlungsraum rein, ohne zu fragen. Ja, dann schauen wir hier. So, wurde hier vorbereitet. Und hier ist diejenige, die das Ganze schnell machen. Wir üben schon mal ein bisschen. Genau. Der Kamera warm. Ah ja. Okay. So, und diejenige, die heute eine PRP-Behandlung bekommt, ist folgende Madame, die kannst du mir gerne selbst vorstellen. Ja, ich bin die Michaela Schäfer und bekomme heute eine PRP-Behandlung. Da freue ich mich schon echt drauf. Bist du schon aufgeregt? Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen? Mhm. Okay, wir schauen uns das auf jeden Fall ganz genau an. Falls irgendwas schief laufen sollte, wir haben es auf Kamera. Ja, genau. Ich habe mir jetzt mal hier eine ruhige Ecke gesucht, um euch mal ganz kurz zu erklären, was eigentlich eine PRP-Behandlung ist. Eine PRP-Behandlung ist eine Eigenblutbehandlung. Was wird da gemacht? Es wird einem Blut entnommen, also ganz normale Blutabnahme. Und dieses Blut, was dann abgenommen wird, wird zentrifugiert und mit anderen Zusatzstoffen versetzt. Und das nennt man dann Plasma. Und dieses Plasma wird dir dann unter die Kopfhaut gespritzt. Wieso ist das gut? Man macht das, damit die Haare schneller wachsen, kräftiger werden, voluminöser werden. Eigentlich, man kann sagen, Doping für die Haare. Ja? Es gab immer ein Shampoo, das gibt es wahrscheinlich immer noch, die diesen Slogan hat. Aber das, also Doping für die Haare, passt perfekt, ja, zu der PRP-Behandlung. Denn eine PRP-Behandlung kannst du einfach so machen. Ja? Also wenn du zum Beispiel denkst, ey, meine Haare werden ein bisschen dünner, ein bisschen lichter, ja, dann kannst du einfach so eine PRP-Behandlung machen. Das ist keine Haartransplantation, sondern eigentlich nur in Anführungsstrichen Doping für die Haare. Das macht deine Haare kräftiger, gesünder und fördert das Wachstum, ja, und ist eigentlich auch eine Prävention gegen Haarausfall. Ja, das war es eigentlich soweit zur PRP-Behandlung in Kurzform. Wenn ihr mehr Informationen zu einer PRP-Behandlung haben wollt, dann schaut mal in die Infobox auf die Seite von Elite Hair. Und so eine PRP-Behandlung wird auch nach einer Haartransplantation empfohlen, ja, weil die transplantierten Haare freuen sich natürlich auch über Doping, ja, damit sie besser, stärker und gesünder werden. Und das kann man nicht, das können natürlich nicht nur Männer machen, das kann jeder machen. Ja? Also es ist jetzt irgendwie nicht, dass es auf Männer oder auf Frauen festgelegt ist. Heute haben wir auch eine Frau da, die das Ganze macht. Und von daher, wenn du denkst, ja, egal ob Mann oder Frau, deine Haare werden ein bisschen lichter, die werden ein bisschen dünner, aber du möchtest nicht unbedingt direkt eine Transplantation machen, ist eine PRP-Behandlung auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also die PRP-Behandlung ist gerade voll im Gange. Ja? Fotos werden gemacht, Videos werden gemacht. Und das macht eigentlich. Und das ist halt das Tolle. So, du hast gerade Blut abgenommen, ja? Mhm. So, wie geht's dir jetzt? Bist du schwindelig oder? Überhaupt nicht. Mir geht's immer noch richtig gut. Okay. Ja, viele Leute haben das ja, wenn sie Blut sehen, dass sie irgendwie ein bisschen schwummerig sind. Ja, ganz viele haben auch Angst davor. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe wirklich gar nichts gemerkt. Ich habe halt keinen Piekser gemerkt. Okay. Hat sie gut gemacht, die Ärzte, ne? Hat sie sehr gut gemacht. Aber jetzt bin ich gespannt, weil ich habe noch nie eine Spritze im Kopf bekommen. Echt nicht? Das ist schon was anderes, ja, ne? Also es ist schon so Kopfkino so. Hast du Angst vor Spritzen generell? Nein, überhaupt Nein? nicht. Überhaupt. Okay. Weil ich kenne ja einige Männer, ja, die wirklich Angst haben vor Spritzen. Und wenn du keine Angst hast, ist ja gut. Wir begleiten das Ganze, wie gesagt, mit Kamera. Und immer zwischendurch werden wir ein bisschen filmen. Ne? Mhm. Wenn das für dich und für dich ja okay ist. Natürlich. So Leute, weiter geht's. Das Blut wurde eben abgenommen, jetzt wurde es zentrifugiert, hat ungefähr so 10 Minuten gedauert und jetzt geht's weiter. Jetzt wird das Blut in den Kopf gespritzt.
Gott, die Spritzen werden jetzt injiziert, ja. Das sieht nicht ganz so angenehm aus, aber wir fragen die Michaela später mal, ob es wirklich so doll wehtat oder nicht. Ich meine, Haartransplantation, PRP-Behandlung und Pigmentierung ist ja eher eigentlich so eine Männersache aktuell, ja. Du bist jetzt eine Frau, hast du persönlich schon mal irgendwie Erfahrung gesammelt? Du färbst natürlich deine Haare auch öfter mal. Hast du schon mal selber gemerkt, oh, da fallen ein paar Haare aus, vielleicht nach einer Färbung? Ja, leider habe ich schon sehr oft mitbekommen, dass ich wirklich an Volumen verliere, was die Haare angeht. Ich hatte wirklich früher, ich bin ja Latina, ich bin ja halt Brasilianerin, aber natürlich richtig volles, kräftiges Haar. Durch dieses ganze Gefärbe sind die Haare schon in Mitleidenschaft gezogen worden. Und ich hatte auch schon ein paar Haare, also Haarbüschel kann man nicht sagen, aber schon einige Haare in der Hand. Gerade durch die Extensions zieht man sich einfach wahnsinnig viele Haare noch raus. Und da habe ich natürlich schon gemerkt, ups, wenn ich jetzt hier so reingreife, ist doch nicht mehr alles so voll, wie es damals war. Klar, ich könnte natürlich aufhören mit dem ganzen Färben und Extensions, aber ich liebe es einfach, meinen Look zu verändern und will darauf auf keinen Fall verzichten. So, und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Ja, jeder da draußen will natürlich wissen, wie doll tat das Ganze weh? Von einer Skala von 1 bis 10. Was sagst du jetzt, wie doll tat es weh? Ich bin ganz ehrlich, es war wirklich nur die Nummer 1, vielleicht auch die Nummer 2 auf einer Skala von 1 bis 10. Ja? Also es hat wirklich nicht doll weh getan. Es war eher so ein Druckgefühl, es war kein Schmerz, es war ein Druck. Aber natürlich, jetzt habe ich 20 Injektionen bekommen, da gab es auch mal die ein oder andere, wo ich schon so gedacht habe, oh, da gab es schon so ein kleines Zucken durch den Körper. Damit hat man dann auch nicht gerechnet, weil wenn 10 Injektionen so gut wie gar nicht wehtun und auf einmal kommt eine, wo man doch denkt, boah, da ist aber doch schon jemand da am Kopf dran. Das ist schon ein bisschen unangenehm, aber es ist absolut gut auszuhalten. Ich konnte nebenbei wegen der Behandlung Scherze machen, mit den anderen Leuten sprechen. Okay, also ein paar waren auf jeden Fall dabei, die etwas doller wehtaten. Das habe ich jetzt schon mal festgestellt. Ja. Nicht, dass wir jetzt irgendwie was beschönigen wollen oder so. Okay, generell kann man sagen, so eine 2 bei einer Skala von 1 bis 10. Aber die eine oder andere Spritze tat auch etwas doller weh. Die etwas doller wehtat, wo liegen wir da bei der Skala? Also da liegen wir definitiv bei einer 5. Okay, bei einer 5. Okay. Wie viel hast du bei der 5 so ungefähr? 2, 3 oder? Die 5, ja, 2, 3 Spritzen. Ja, waren dann schon eine 5, ne? Aber habe ich jetzt schon wieder vergessen. Alright. So, jetzt habe ich mir nochmal die Expertin hier zur Seite geholt und möchte die Expertin natürlich auch nochmal kurz interviewen. Die wichtigste Frage, die vermutlich alle Patienten haben, tut das Ganze eigentlich weh? Ja, es kann sehr weh tun und bei manchen tut es gar nicht weh oder ja, manche sind da völlig schmerzfrei. Und bei manchen tut es sehr weh und dazwischen gibt es leider alles. Ja? Okay. Also ist nicht die Spritze tut weh, die ist überhaupt kein Problem. Die ist so fein, aber das Eigenblut brennt und es gibt ein leichtes Druckgefühl. Ja? Weil ja was in die dünne Kopfhaut reingeht, aber nach ein paar Minuten ist das alles weg. Okay. Ja, ist also, der Schmerz vorbei. Also sehr subjektiv natürlich von sehr, Mensch zu Mensch. Sehr subjektiv, ja, genau. Genau. Okay, natürlich noch eine andere wichtige Frage, die wohl zweitwichtigste Frage. Wann kann man endlich Ergebnisse sehen, wenn man so eine PRP-Behandlung gemacht hat? Also, es gibt Wunder. Wunder sind selten. Ja? Hoffentlich ganz oft. Von den vielen, vielen, die ich gemacht habe, waren vielleicht 10 dabei, da hat man nach der ersten Behandlung schon gleich richtig deutlich was gesehen. Bei den meisten ist es so, also in der Regel, dass so nach dem dritten, vierten Mal dann so ein Schub kommt, bei manchen aber eben auch erst nach dem sechsten Mal. Also das kann man nicht so hundertprozentig festlegen und sagen vorher. Ja? Also man muss ungefähr auf jeden Fall so 6 Behandlungen einplanen. Sagen wir mal so, damit haben wir die beste Erfahrung gemacht. Ja? 6-mal behandeln im Abstand von einem Monat wäre optimal. Wenn 2 Monate mal dazwischen liegen, ist es nicht so schlimm, ja? Aber so 6-mal, damit haben wir, wie gesagt, die beste Erfahrung. Okay. Und wenn ich jetzt eine PRP-Behandlung gemacht habe, also sagen wir jetzt mal, ich mache das jetzt gleich hier, was muss ich danach beachten? Gibt es da irgendwelche bestimmten Anforderungen, wo man darauf achten muss, darf man vielleicht kein Shampoo verwenden oder darf man keinen Conditioner verwenden, kein Haarstyling-Produkt? Wie sieht das aus? Also ich sage mal die 4 S. Sport, Shampoo,
Schwitzen in der Sauna und das vierte, es fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber alles, was sozusagen damit zu tun hat, dass der Kopf schwitzt und dass zu viel Kraftanstrengung reinkommt beim Sport und sowas, das sollte man unterlassen. Mindestens mal so 2 Tage. Alles klar. Super. Dann sage ich ganz lieben Dank. Bitteschön, gerne. So Leute, jetzt habe ich mir nochmal einen zweiten Experten hier zu meiner Linken geholt. Nicht zu meiner Rechten, sondern tatsächlich zu meiner Linken. Am besten stellst du dich auch selber vor. Genau, ich bin der Ferdi, ich bin für die Abteilung PRP zuständig. Und wenn ihr Fragen habt zu PRP, dann immer direkt zu mir bitte. Alright, da habe ich direkt eine Frage, ja, weil die meisten Leute wird wahrscheinlich interessieren, wie teuer ist denn eigentlich so eine PRP-Behandlung und wie lange dauert das Ganze? Also eine PRP bei uns kostet 250 Euro. Momentan ist es so, dass wir ein Angebot haben. Das heißt, wenn ihr bei uns 4 Behandlungen hattet und die bezahlt habt, kriegt ihr 2 weitere kostenlos dazu. Okay. Und in der Regel ist das auch die Tendenz, die wir festgestellt haben. Also bei zigtausend Patienten, die wir schon hatten, hat sich tatsächlich ein Resultat erst nach der 4. Behandlung circa eingestellt. Das heißt, es kann individuell abweichen. Es kann mal einen geben, der 1 Behandlung braucht. Es kann einen geben, der 3 Behandlungen braucht. Aber tendenziell ab der 4. Behandlung sollte jeder zufriedenstellend hier rausgehen. Okay, und zufriedenstellend, ich meine, du persönlich hast schon eine PRP-Behandlung gemacht, da ich noch nicht. Was kann man so fühlen anschließend nach so einer Behandlung? Also, ob das jetzt direkt ist oder nicht, ist bei den meisten immer unterschiedlich. Bei mir war es nach der 3. Woche so, dass ich gemerkt habe, dass sich die Qualität der Haare verändert hat. Das heißt, ich bin, ja, ich sag mal von Natur aus, durch meine Mutter bedingt habe ich sehr dünnes und schwaches Haar. Mhm. Liebe dich, Mama. Und das bedeutet, dass die Haare, ich konnte halt nichts damit machen. Ich konnte sie nicht stylen. Ich musste halt Unmengen an Styling-Cremes oder Wachs oder ähnliches benutzen. Und nach der 3. Woche habe ich gemerkt, okay, da kommt wieder Leben rein. Also das heißt, die sind griffiger, die sind voluminöser und das alles fühlt sich halt viel, viel gesünder an. Und das ist das, was ich feststellen konnte nach der 3. Woche. Und nach der 3. Behandlung tatsächlich war hier hinten, da habe ich so einen ganz, ganz großen Wirbel gehabt. Sehr, sehr licht sah das aus. Ich persönlich habe es nicht direkt gesehen, aber schon ein bisschen verletzend, wenn die Leute auf dich zukommen und sagen, du, was ist denn da los? Da kommt da langsam eine Platte zum Vorschein. Ja. Und die hat sich deutlich gebessert auf jeden Fall. Ja, cool. Ich sag mal ganz lieben Dank. Ich meine, wer kann es besser empfehlen als jemand, der auch tatsächlich schon mal so eine Behandlung gehabt hat? Und sag an dieser Stelle vielen Dank. Danke dir. So Leute, das war's zum Thema PRP-Behandlung und eine ganz wichtige Info noch zum Schluss. Am 13.04.2019 findet der Friends Hair Day in Berlin statt. Also, wenn du da draußen dich zum Beispiel interessierst für eine Haartransplantation, für eine PRP-Behandlung, für eine Barttransplantation oder für eine Haarpigmentierung oder was auch immer, was Elite Hair Transplant so im Portfolio hat, dann ist das die richtige Veranstaltung für dich, um da einfach mal mit den Leuten in Kontakt zu treten, mit den Ärzten mal zu sprechen. Und wir knallen hier 15 Tickets raus, 15 Free-Tickets für den Friends Hair Day am 13.04.2019 in Berlin. Also, wenn du dich dafür interessierst, dann schick mir einfach eine DM auf Instagram. Und dann sehen wir uns beim Friends Hair Day am 13.04. in Berlin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden. Teilt das Video auch gerne mit Leuten, die zum Beispiel sich für eine PRP-Behandlung oder für Haartransplantation interessieren, bei denen es da oben ein bisschen lichter wird. Und sage bis dahin, Peace.